Ja, Textaufgaben. Ne? Jetzt bei Gleichungen, ich könnte es aber auch universell einsetzen, überall. Es gibt nicht das eine Schema für alle Textaufgaben. Ich kann euch nur den einen Tipp geben, sagt euch einfach, ich kann das gar nicht anders als verstehen, denn ihr lauft ja auch nicht durch die Welt und läuft permanent vor irgendeinem Pfosten, vielleicht manchmal, wenn man nicht aufpasst, aber ansonsten nimmt man ja überall irgendetwas auf, verwertet die Informationen und sagt sich dann zum Beispiel, da ist eine Herdplatte, die ist rot, dann fasse ich die nicht an. Jetzt sagt ihr euch, was redet der da für ein Blödsinn? Textaufgaben sind blöd, kompliziert und kann ich nicht. Es ist das gleiche Prinzip wie auch in allen anderen Sachen. Ihr braucht Informationen, ihr nehmt sie auf und ihr braucht Vokabeln dafür. Was heißt das denn? Und dann kommt ihr auch bei mathematischen Textaufgaben easy dadurch. Sie sind vielleicht nicht immer ganz einfach, aber dann fangt einfach an und versucht, die langen Textinformationen in mathematische Zeichen, Gleichungen, was auch immer, zu überschreiben. Mal ein Beispiel. Daniel. Bin ich? So, und wenn jetzt Daniel, ich mache das so im blöden Deutsch, wenn Daniels Alter verdreifacht würde und man noch, was weiß ich, um 10 Jahre erweitern würde, wäre er, was weiß ich, 120. Ja? Wie alt ist der jetzt? Hm? Viele schalten da schon ab und gehen zur nächsten Aufgabe und ich sage euch, geht doch einfach ran. Wie alt wäre er? Also ich suche Daniels Alter. Jetzt sagt der Mathematiker, Daniels Alter ist mir zu lang, also mache ich einfach ein X oder ein Y oder ein A. Wenn ich das verdreifachen, also mal nehmen, mal drei, und noch um 10 Jahre erweitere, vielleicht auch steht da dazu rechnen. Ne? Das ist auch wieder viel zu viel Text. Da sagt sich der Mathematiker, ich rechne dazu, das ist dieses Zeichen. Und zwar insgesamt 10 Jahre, vielleicht steht die 10 auch ausgeschrieben. Er wäre dann, wenn ich das alles gemacht hätte, das wäre jetzt das Gleichheitszeichen, es würde dann 120 rauskommen. So, und wenn ihr jetzt noch überlegt, x mal 3, das ist. Wie 2 mal 3 ist genau das gleiche wie 3 mal 2. Also die Reihenfolge spielt da bei der Multiplikation keine Rolle. Also kann ich auch 3x plus 10 gleich 120 schreiben. So, und jetzt kann ich auch austesten oder eben per dem Schema lösen, was ihr machen dürft. Minus 10, ich lasse jetzt so Äquivalenzpfeile weg. Das kommt immer darauf an, was ihr noch gemacht habt. Es geht ja jetzt ums Prinzip. Ist 110 und dann steht hier noch x mal 3, dann muss ich noch durch 3 teilen. Und dann kommt jetzt hier irgendein Murks raus, weil ich es mir ja ausgedacht habe. Also das ist dann ungefähr was auch immer. Und jetzt sagt ihr euch dann vielleicht jetzt, wenn man es so begleitet hat, oh, das ist ja einfach. Ich kann auch noch sagen, und um 10 erweitert und hier sage ich noch, und wenn ich das dann nochmal verdoppel oder was auch immer, schreibt es euch erstmal. Bausteinmäßig auf, dann sehe ich ja schon, ach ja, ihr nehmt die Vokabeln auf, ihr präsentiert schon etwas und ich hoffe für euch, dass es nicht immer nur darum geht, was am Ende exakt oder ungefähr genau da rauskommt, sondern das ist nur das Ende vom Lied. Um den Weg dahin geht es, nämlich Informationen aufnehmen, zu verwerten, hier im mathematischen Sinne, ne, mit Rechenzeichen und Zahlen auszudrücken. Und wenn ihr dann Sachen versteht, dann ist sowas immer viel leichter als Lernen. Ne? Also das wäre mal ein Beispiel zu Textaufgaben und mit Gleichungen. Schickt ruhig immer irgendwas durch. Ich kann auch gerne noch für was anderes dann Videos aufnehmen zu Textaufgaben. Aber nochmal, jede Textaufgabe ist ja dann irgendwo doch anders und es geht immer wieder darum, Informationen, Vokabel erkannt, Gefahr gebannt.